Dieses Video führt uns nach Little Texas, also in die Halbwüste von Andalusien. Es gibt bizarre Landschaften zu entdecken, tolle Orte und na klar, auch Filmkulissen und Westerndörfer. Alles nach dem Intro. Platz, den ich mir ausgesucht habe zur Erkundung der ganzen Gegend zwischen Sorbas und Tabernas, also der Halbwüste Andalusiens, der heißt Little Texas und der heißt natürlich nicht umsonst so. Am Campingplatz gibt es eigentlich nur Landschaft, Halbwüste halt, einige Olivenbäume und in durchaus hörbarer Entfernung die Motorrad-Test- und Rennstrecke Almeria. Ich kann vorab auf jeden Fall schon mal festhalten, für die Hunde ist das ganze Gebiet hier eine echte Qual. Theoretisch könnten die hier super frei laufen, aber es gibt hier so viele Kaninchen, dass meine beiden Hunde hier total durchdrehen. Der erste Rollerausflug führt mich in das Karstgebiet von Sorbas. Eine ganz spannende Landschaft. So, hier könnt ihr mal einen Überblick bekommen über das Karstgebiet von Sorbas. Eine bizarre, wilde Landschaft. Hier gibt es auch eine Karsthöhle, wo man mit einer Führung rein kann. Das scheint ziemlich interessant zu sein, deswegen gehe ich jetzt da mal hin. Ja. Das Filmen war innerhalb der Höhle verboten, das hätte eh nichts gebracht, war viel zu dunkel. Aber es ist für euch die Gelegenheit, die selbst mal zu erforschen. Geht da mal hin. Perfekt. Sorbas. Hört sich das nicht schon irgendwie nach einem Wildwestfilm an? Die Häuser kleben hier auf jeden Fall am Bergrand und der Besuch dieses kleinen Ortes lohnt sich auf jeden Fall. In der Nähe liegt der Ort Los Molinos de Rio Aguas. Das ist ein echtes Aussteiger- und Hippie-Dorf geworden mittlerweile. Der nächste Rollerausflug führt mich wieder zu ganz besonderen Orten. Vieles hat ja hier auch mit Erzabbau zu tun und so gibt es alte Industriekulturen hier in der Gegend, wo nicht nur das Erz verarbeitet wurde, sondern eben auch transportiert wurde, nämlich über Schienennetz in Richtung Meer. We'll be right back.
dieser Bahntrassen ist mittlerweile zum Radweg ausgebaut worden, den ich jetzt, naja, nicht ganz legal mit dem Roller befahre. Aber eigentlich sind das auch nur Schotterpisten, phasenweise aber auch asphaltiert. Aber in dieser einsamen Landschaft bin ich mit meinem Roller hier komplett alleine unterwegs. Und damit der Radweg führt über das Weiße Dorf Niar. Und von hier aus fahre ich dann mit dem Roller wieder über andere Wege zurück. Das ist aber auch wieder alles Offroad, quer durch die Berge. Auskommend die Sierra Alhamia überquert habe, blickt man jetzt hier wieder auf die Tiefebene der Halbwüste von Tabernas runter und hier gibt es eine ganze Reihe von Solarparks, die hier entstanden sind im Laufe der Zeit, aber auch eine alte Stierkampfarena kann man sehen und ja, auch den Circuit de Almería, das ist die Motorradrennstrecke, wo der Campingplatz quasi direkt daneben ist. Der nächste Ausflug geht über Tabernas. Ja, Tabernas ist jetzt nicht so spannend, finde ich jedenfalls. Ein kleines Nest hier in der Halbwüste. Aber das eigentliche Ziel ist Fort Bravo, eine alte Filmkulissenstadt, wo auch heute noch Filme gedreht werden und wo es eine ganze Menge Requisiten zu bewundern gibt.
hier in der Halbwüste von Tabernas bewegt, dann wundert es einen überhaupt gar nicht, dass das hier die optimale Filmkulisse ist für viele Filme, die hier gedreht worden sind, nicht nur Western. Der legendären Kneipe oder Gaststätte an der Route 66 meine Ehre noch erwiesen habe, geht's wieder zurück zum Campingplatz und damit auch schon weiter zu nächsten Zielen.